Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu den Nachrichten vom 19. April 2020. Zum Sport. In Tagamünde findet heute der 13. Elbdeich-Marathon statt. Neben einem Kinderlauf und einem Minimarathon über 4,2 Kilometer werden die Distanzen 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon angeboten. Unter den über 2000 gemeldeten Teilnehmern ist auch Jana Bieler, die heute ihren 150. Marathon läuft. Wir schalten jetzt zu unserer Reporterin nach Tangermünde. Hier ist niemand. Und das Interview? Während die Redaktion klärt, was mit dem Elbdeich-Marathon geschehen ist, zeigen wir nun den nächsten Beitrag. Der Wildeshauser Lauftreff hat einen Malwettbewerb für Kinder bis zu 10 Jahren ausgeschrieben, um die Läufer zu unterstützen. Auch unsere Redaktion hat zahlreiche Zuschriften erhalten. Wir möchten uns bei Billy, Emmet, Zoe und Mathilda herzlich bedanken. Zum Bild Bagger von dem 5-jährigen Billy jetzt einen Beitrag unserer Kunstkritikerin. Das Bild Bagger ist komplett am Marathon-Thema vorbeigemalt. Aber es ist Ausdruck einer vollkommenen Hingabe an ein rein technisches Weltverständnis. Dieser Gelbton, dieses Gelb, dieses reine Gelb, die Farbe. Sehr geehrte Damen und Herren, der Elbdeich-Marathon musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Allerdings können die Teilnehmer unter dem Hashtag Coronathon an einem virtuellen Marathon teilnehmen. So auch unsere Jubiläumsläuferin Jana Bieler. Wir schalten jetzt zu unserer Reporterin nach Berlin-Köpenick. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier in Berlin-Köpenick. Bei mir ist Frau Bieler. Frau Bieler, herzlichen Glückwunsch zum 150. Marathon. Wie funktioniert denn so ein virtueller Lauf? Wegen der Corona-Pandemie können die Wettläufe zurzeit nicht vor Ort mit all den Teilnehmern stattfinden. Also läuft jeder für sich alleine in seinem Wohnort. Die zurückgelegte Strecke habe ich per GPS-Uhr aufgezeichnet und leite die Zielzeit an den Veranstalter weiter. Der Tangermünder Elbdeich-Marathon erstellt daraufhin die Urkunde für all die Teilnehmer und hat uns sogar schon im Vorfeld die Medaille per Post zugeschickt. Und wie lang war dieser Marathon? 42,195 Kilometer. Mindestens. Und nun zum letzten Beitrag. Micha Bieler und der Quark des Tages. Johannisbeere. Das waren die Nachrichten. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und wünschen einen guten Lauf. Bis zum nächsten Marathon.